Hab schon verstanden. Wir sollten endlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Aber klar doch, Mario. Machen wir diesen Schatten fertig. Hey, ich bin aber der echte Mario. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Es geht weiter mit Barbara im Schlepptau. Die liebe Barbara gehört jetzt zu unserem Team. Ja, in der letzten Folge hat der böse Geister-Spukabtei Marios Körper und seinen Namen geklaut. Deswegen sind wir nur noch eine Schattenfigur. Und wir müssen jetzt den Namen des Geistes herausfinden, sodass wir Marios Körper und eben seinen Namen zurückbekommen. Und zusammen mit Barbara sollte das doch funktionieren, oder? Ja, Mario hat Barbara unterstützt und sie möchte auch nicht mehr zu ihren Schwestern zurückkehren, sondern ja, jetzt Teil unserer Mannschaft sein, von unserem Team. Und das ist schön. Das ist richtig toll, denn Barbara ist so die liebste der drei Schwestern. Okay, dranbleiben und auf diesen Suseldusel. Der wäre dann schon mal besiegt. Aber wir haben noch diesen nervigen Steinklotz. Na, den kriegen wir auch noch klein. Okay, dranbleiben. Mit Mario diesmal und dem, ja, mit dem Hammer. Das könnte ausreichen. Und ja, es reicht aus. Nicht viele Sternpunkte, aber mir geht es ja nach wie vor um die goldenen Suseldusel, die hier immer wieder auftauchen können. Mit etwas Glück. Dann wollen wir da durch. Und weiter durch den Wald. Wir müssen ja zur Spukabtei. Ja, da waren wir schon. Allerdings müssen wir da in den Keller gehen. Denn, oh, da bin ich falsch gelaufen. Ich muss in das andere Loch, damit ich weiter zur Spukabtei komme. Ja, wir müssen dort nochmal hin, um ein Geheimnis zu lüften. Wir müssen herausfinden, wie der Name lautet. Der Name des Geistes. Oh nee, drei von denen. Haben wir irgendwas? Oh, Wutbeben. Können wir doch gleich mal nutzen. Und es bebt und donnert und es kracht und gleich alle drei besiegt. Ja, warum mal nicht die Items nutzen? Die sammeln wir ja nicht umsonst. Okay. Sobald wir den Namen des Geistes haben, können wir ihn entlarven und ihn eventuell zu einem neuen Kampf herausfordern. So. Wir müssen jetzt nochmal durch den Brunnen. Und hier an den ganzen Käfern vorbei. Die haben wir schon mal alle besiegt. Deswegen werde ich jetzt... Na, ich glaube, ich werde sogar fliehen. Außer es... Nö, das ist eine ganze Rasselbande. Nee, dann hauen wir lieber ab. Ich muss sie nicht besiegen. Die haben wir schon mal besiegt. Vor ein, zwei Folgen. Bloß weg hier! Und schnell da durch. So, wir müssen nämlich jetzt hier durch, was nur mit Barbara geht. Denn ich kann einfach so runter, kurz verschwinden und wir sind hinterm Gitter. Wir sind hinterm Tor. Und zack, können wir auch schon hier weiter. Mal sehen, mal sehen. Hier gibt es unter anderem eine Insignie, wie man unschwer erkennen kann. Und einen Durchgang, für den wir uns aber kurz rollen müssen. So, das ist ja auch eine neue Fähigkeit, die wir hier in Kapitel 4 erhalten haben. Und dann heißt es, bereit für die Stampfattacke. Wunderbar. Whoopsie. Jetzt sind wir hier hinten. Spukabtei Untergeschoss 2. Moment mal. Also da links ist ein großer, massiver, gelber Block. Aber was? Hier ist gar nichts. Ah doch, ein Sternsplitter. Dann ist ja gut. Dann geht es jetzt mal hier nach links für uns. Und ihr seht schon... Hier müssen wir uns ebenfalls durchrollen. Und, oh, ich stecke fest. Jetzt. Na, wen haben wir denn hier? Einen Papagei? Interessant. Schlafikator bekommen. Was haben wir da drin? Kraft Plus. Steigert Sprung- und Hammerattacken von Mario. Hier haben wir den Buchstaben P. Den brauchen wir. Denn das hilft Marios Namen und Körper zu retten. Und wer bist du? Guten Morgen, guten Morgen. Der erzählt bestimmt noch mehr. Verstecken wir uns. Hä? War hier gerade jemand? Naja, egal. Lange geht das eh nicht mehr gut. Sobald jemand seinen wirklichen Namen errät, ist es vorbei mit der Zauberei. Und mich
der ich seinen Namen weiß, schließt er in dieses finstere Zimmer ein. Außerdem soll ich auch noch den Buchstaben bewachen. Was für eine Tierquälerei. Trotzdem könnte dieser Rumpel mal zurückkommen. Ich habe ziemlichen Hunger. Was? Er heißt Rumpel? Hau ab! Hau ab! Zu spät. Hau ab! Es ist zu spät, mein Lieber. Wir wissen, dass er Rumpel heißt. Langsam habe ich dieses Nachgeplapper wirklich satt. Und diesen blöden Buchstaben zu bewachen, langweilt mich schon lange. Dieser Rumpel sollte endlich kommen und mich freilassen. Ja. Okay, der Name des Geistes lautet Rumpel. Und den Namen, obwohl wir ihn wissen, konnten wir nie eingeben. Oh, hast du gehört, was dieser Papagei gesagt hat? Rumpel, so heißt der Kerl. Jetzt können wir uns deinen Namen und Körper zurückholen. Komm schon, den machen wir fertig. Genau, das machen wir. Vorher konnten wir... Oh, eine Röhre, cool. Oh, ist das die Röhre, die zurück ins Dorf führt? Da komme ich nicht weiter. Gucken wir doch mal nach. Mal sehen, mal sehen. Und tatsächlich! Okay, das ist eine gute Abkürzung. Das gab es damals nicht, oder? Oder gab es auch in der GameCube-Fassung? Wenn nicht, haben sie das verbessert, damit dieses Backtracking mal ein bisschen gemindert wird. So, wir haben jetzt auch den Buchstaben P zur Verfügung. Das heißt, wir können seinen Namen endlich eingeben. Hey, hey! Ich habe dich erwartet! Ha! Hey, hey! Dieses Mal werde ich dich auslöschen. Aber da ich es versprochen habe, bekommst du auch dieses Mal eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, bekommst du Namen und Körper zurück. Also, wie heiße ich wohl? Diesmal wollen wir den Namen erraten. Schaut mal, der Buchstabe P ist auch rot markiert. Denn den hatten wir vorher eben nicht zur Verfügung. Selbst wenn man den Namen weiß, kann man ihn nicht eintippen. Aber jetzt mit dem Buchstaben geht das natürlich. Du heißt Rumpel. Nein! Wie konntest du meinen Namen erraten? Warum, wie mir dreht sich alles? Oha! Oha! Nein, er ist abgehauen. Hinterher. Wir müssen deinen Körper und deinen Namen zurückholen. Ich an seiner Stelle wüsste, wohin ich fliehen würde. Ja, er flieht wieder zurück zur Spukabtei. Und da folgen wir ihm natürlich. Allerdings nicht wieder komplett durch den Wald, sondern jetzt haben wir diesen Weg hier freigeschaltet. Wir nehmen einfach die Röhre und zack, sind wir zurück in der Spukabtei. Doch Achtung, wir brauchen eigentlich noch diesen lila Schlüssel. Gibt es den hier irgendwo? Hallo, wo ist der Schlüssel? Guten Morgen, guten Morgen. Kannst du uns sagen, wo der Schlüssel ist? Langsam habe ich dieses Nachgeplapper wirklich satt. Okay, der sagt schon wieder das Gleiche. Ja, ich bin's, Mario. Ja, das weißt du mittlerweile. Ah, hier ist noch eine Kiste. Warum habe ich die vorher nicht gesehen? Abteilschlüssel. Boah, manchmal laufe ich echt blind durch die Gegend. Das gibt's doch nicht. Hey, zum Glück habe ich den aber jetzt gesehen. Weiß nicht, irgendwie hat er sich halber getarnt mit dem Boden. Alles war so lila. Selbst die lilafarbene Kiste. Na gut, umso besser. Fast wäre ich schon fast den ganzen Weg zurückgelaufen. Aber ich kann jetzt direkt zu unserem lieben, bösen Geist. Zu Rumpel. Zum Rumpelstilzchen. Und dazu muss ich ja den oberen Steg nehmen, also der dahinter steht. Und ich muss hier, falls das nicht schon geschehen ist, den Schalter nochmal betätigen, damit dieser grau ist. Und er ist grau, das heißt, die Treppe steht bereits richtig, so wie wir sie damals verlassen haben. Und durch die hölzerne Tür. Volle Kraft voraus. Achtung! Gegen Buhus möchte ich an dieser Stelle allerdings nicht mehr kämpfen. Und dann hier noch. Übrigens schön auch dieses Mosaikbild. Das kann ich uns hier nochmal heilen. Barbara kann ich heilen, mache ich ja automatisch.
Aber ihr wisst ja, ich habe noch diesen Kampfwutorden. Sinkt Barbaras Kraftpunkt auf 1, kann ich mit ihr viel mehr abziehen. Vergleichbar so ein bisschen mit unserem lieben Yoshi. So. Und hoch. Bist du hier, Rumpel? Zeig dich. Hey, hey. Ganz schön aufdringlich, mir bis hierher zu folgen. Hab schon verstanden. Wir sollten endlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Klar, Mario. Keine Frage. Er hat sich mit diesen Hexen verbündet, weil er allein keine Chance hat. Ich werde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut, Mario. Zeig ihnen, was du kannst, Bomba. Alles klar. Geben wir es diesem gesichtslosen Typen. Die haben ihn Mario genannt. Wenn der, der deinen Namen und Körper gestohlen hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Ja, genau das bin ich. Oh nein! Dann habe ich also diesem Mario geholfen. Wie konnte ich nur? Aber Barbara! Oh nein! Nanu, ein Streit unter Freunden. Ne? Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Los geht's! Freunde, ich bin's! Gumbrina! Kubio! Erkennt ihr mich denn nicht? Fred Erik! Aerona! Nicht jeder hat so viel Talent, Freunde zu finden. Manchem laufen sie davon. Oh nein, ich bin wieder alleine. Warum erkennt ihr denn nicht, dass ich der echte Mario bin? Wir müssen jetzt diesen falschen Mario so schnell es geht besiegen. Können wir ihn vereisen? Ich muss es ausprobieren. Eisschlag! Nee, leider nicht. Was soll das? Ich nehme Schaden? Ah, verflixt. Komm, hast du meinen Namen erraten, muss ich leiden. Na, warte. Es gibt einen ultimativen Sprung. Oh, nee, doch nicht. Ein Hammer. Und jetzt Gumbrina. Achtung. Oh, ja, einmal konnte ich sie kontern. Immerhin. Ja, jetzt springen sie mich an. Zum Glück habe ich den Elektrikerorden. Der spendet mir zumindest ein bisschen Energie. Eine weitere Runde noch. Und boom. Wunderbar. Jetzt greifen beide wieder an. Mario mit dem... Nee, mit dem Sprung. Kann ich gut kontern. Hammer dagegen nicht ganz so leicht. Okay, wieder gekontert. Kontern geht mit B. Timing ist aber umso wichtiger als mit der Taste A, wo man nur blockt. Okay, weiter geht's. Verzeih mir, Brunhilda, aber ich lebe für meine Liebe zu Mario. Barbara, du bist zurück? Mario, in guten wie in schlechten Zeiten werde ich dir beistehen. Ich habe mich entschieden. Und es gibt wohl sowieso kein Zurück mehr. Okay, gemeinsam schaffen wir das. Und jetzt gibt es den Schattenhieb gegen Mario. Bringen wir ihn zum Brennen. Wunderbar. Das kriegt er Stück für Stück immer wieder Schaden. Bingo-Zeit! Wenn ich schaffen sollte, wäre das nicht mal wichtig, da meine Sternenergie so gut wie aufgefüllt ist. Stampfattacke! Sehr schön. Das macht viel Schaden und die Flamme lodert und unser Gegner ist vereist. Oder vielleicht auch nicht. Aber zumindest Gumbrina und das macht schon viel aus. Mario, du musst aufpassen. Oh, wir kriegen einen Defensivboost. Das ist toll. Vielen Dank, liebe Hexe, liebe Zauberin. Und, okay, Barbara wird angegriffen. Oh, konnte ich kontern? Umso schöner. Und, ah, beinahe. Manchmal ist das Glück auf meiner Seite. Ich bin wieder voll aufgefüllt. Und jetzt haben wir wieder so richtig auf den Putz. Schattenhieb gegen Mario. Y. Sehr gut. Hat funktioniert. Und wir bleiben natürlich dran. Jetzt mit einem Wirbelschlag, um Gumbrina auch mal eins auszuwischen. Ist zwar nicht viel, aber jedes bisschen zählt. Der bildet sich wirklich ein, er könnte Mario schlagen. Oh, nimm das! Uah, diesmal hat's funktioniert. Und Gumbrina kann mich aber nicht attackieren. Da konter ich doch.
So, Schattenhieb. Machen wir ja jetzt nochmal ordentlich Schaden. Oh, wir haben ihn besiegt. Das war der Treffer. Das ist... Warum? Wie konntest du... nein. Aber... Mario! Er ist nicht der echte Mario Gumbrina. Wir haben es geschafft und kriegen 100 Münzen dafür. Sowie 21 Sternpunkte. Das lief hervorragend. Das Sternjuwel. Schaut mal. Was ist das denn? Das war nie der echte. Und ich bekomme meinen Körper und meinen Namen zurück. Oh, verdammt. Das zahle ich dir heim. Und er flieht. Was? Mario ist geflohen. Nein, das dort ist der echte Mario? Oh, wir sind hereingelegt worden. Oh, wir hätten es wissen müssen. Wie konnten wir nur auf diesen Betrüger hereinfallen? Es tut uns leid. Wer ist die da eigentlich? Gehört die nicht zu diesem Schattentrio? Wieso steht die plötzlich auf deiner Seite, Bomber? Tja, also... Barbara gehört zu uns. Oh, yeah. Sie ist jetzt unsere Freundin. Mario! Na gut, schließlich hat sie uns ja auch geholfen. Seien wir also nicht kleinlich. Mario, auch wenn ich jetzt weiß, wer du bist, ich würde sehr gern bei dir bleiben. Natürlich! Barbara gehört jetzt wirklich zum Team. Hier, bitte. Und jetzt, meine Lieben, haben wir tatsächlich das Sternjuwel. Wir haben es geschafft. Deine Sternenenergie beträgt jetzt 5. Mario lernt die Sternenattacke Pau-Ring. Der Power-Ring. Cool. Geschafft. Und diesmal wirklich geschafft. Das war Kapitel 4. Mario konnte den Geist Rumpel verjagen und bekam Namen und Körper zurück. Er hat jetzt 4 Sternjuwelen. Bleiben noch 3, die er finden muss. Mehr als die Hälfte dieses Abenteuers ist damit bereits überstanden. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Juwelen fort. Aber was ist wohl aus Brunhilda und Roberta geworden? Und aus Rumpel? Eine sehr gute Frage. Wo bleibt denn Barbara nur? Wer weiß, wo sie überall nach der Bombe sucht. Was war das denn? Ist das wirklich wahr? Jawohl, Nachforschungen über das Äonentor bestätigen Brunhildas Behauptung. Die Kraft des Siegels ließe nach. Endlich ist es soweit. Der Schatz und die uralten dunklen Mächte sind unser. Sehr gut. Die Sternjuwelen haben weiterhin höchste Priorität. Natürlich heißt das auch, dass Mario besiegt werden muss. Zu Befehl! Sobald diese Macht mein ist, werde ich die Welt in einen Abgrund der Furcht stoßen. Niemand kann mich stoppen. Die Welt wird vor den Kruzionen erzittern. Und ich, Crucius, werde eine neue Welt aufbauen. Meine eigene, von mir für mich erschaffene, wundervolle, ideale, perfekte Welt. Tag! Hast du mich gerufen? Was soll ich heute tun? Tanzen? Mich verkleiden? Oder ein Lied singen? Ich bin verzweifelt. Was? Was ist mit dir, Tag? Du bist ganz anders als sonst. Was ist wichtiger? Einen Befehl zu befolgen
oder die Welt eines geliebten Menschen zu retten. Ich existiere für nur einen einzigen Menschen, möchte für ihn da sein. Was soll ich tun? Was soll das heißen? Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir weh, dich zu beängstigen. Gut. Lass uns ein Quiz machen. Ein Quiz? Korrekt. Antworte auf meine Fragen. Wähle die richtige Antwort aus 3 Optionen. Wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, kannst du eine Mail schicken. Was soll das denn jetzt? Frage 1. Was passiert, wenn man alle 7 Sternjuwelen hat? Das Äonentor öffnet sich. Korrekt. Frage 2. Was ist das Ziel des Kruzionenführers Crucius? Er möchte die Welt erobern. Korrekt. Frage 3. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Tech! Aber du... Antworte bitte. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Die Seele eines Dämons. Korrekt. Frage 4. Was tut Crucius, wenn er die Seele des uralten Dämons hat? Den Dämon wiederbeleben? Korrekt. Frage 5. Was braucht man, um den Dämon wieder zu versiegeln? Man braucht die Sternjuwelen. Korrekt. Damit sind 5 Fragen richtig beantwortet. Du kannst eine Mail schreiben. Tech, du... Durftest du mir das denn sagen? Bitte Nachricht eingeben. Lieber Mario, der Bruder von Harry Kane heißt Tornado. Gut. Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Das war alles für heute. Du kannst zurück auf dein Zimmer. Danke. Du bist wirklich ein seltsamer Computer, Mr. Tech. Gute Nacht, Peach. Sehr, sehr spannend. Ein Dämon befindet sich hinter dem Äonentor. Was geht bei Bowser so? In dieser Stadt in den Wolken, Falkenheim, gibt es angeblich irgendein Geheimnis. Wir sollten das Luftschiff dorthin nehmen. Hey du, einmal Dämonenklasse und einmal junge Dame. König Bowser und eine alte Hexe auf einem fliegenden Staubwedel. So eine Frechheit. Was für ein ungehobelter Kerl. Aber euer Abwesenheit, wo seid ihr? Hallo? Hiermit bin ich schneller. Falkenheim, da war ich schon mal. Ich kenne den Weg. Du solltest dich lieber schonen. Komm ruhig mit dem Luftschiff nach. Wartet doch, eure Flugtauglichkeit. Dabei habe ich extra ein leckeres Lunchpaket für den Flug mitgebracht. Wie lieb von ihr. Gleich sind wir da. Nur noch ein kleines bisschen. Und dann werden wir die Sternjuwelen finden und Falkenheim... Oh, nein, bitte nicht. Ist das Ding etwa kaputt?
Nein, nein. Oh, oh. Auf geht's. Oh Menno, die Clownskutsche ist kaputt. Jetzt muss ich auch noch durch das Wasser mit all dem Blooper. Weg mit euch. Ey, ich bin euer König. Macht das nicht mit mir. Toll, jetzt bin ich winzig. Na, jetzt brauche ich erstmal Fleisch, damit Bowser zu Kräften kommt. Und Fleisch finden wir stets in den gelben Blöcken. So, die Münzen kann ich einsammeln. Ich weiß auch gar nicht, ob das was bringt. Was aber notwendig ist, um wieder groß und stark zu werden, ist Fleisch zu essen. Jetzt ist Bowser bereit. So, gibt es hier noch mehr Fleisch? Natürlich gibt es das. Zeit, noch größer zu werden. Achtung. Egal ob Korallen oder irgendwelche Blöcke. Niemand kommt gegen den König der Koopas an. Oh, ich liebe diese Action mit Bowser. Das ist einfach so lustig. Vor allem war das damals die einzige Möglichkeit, um ihn so zu steuern. Und jetzt, Zeit, noch größer zu werden. Okay, ich bin unter Wasser ziemlich langsam. Später war das in Super Paper Mario, also im dritten Teil, möglich, Bowser aufzusteuern. Es war dann auch sogar ein Jump-and-Run-Spiel mit seinen besonderen Facetten und kein Rollenspiel wie in Teil 1 und hier in Teil 2. Aber ja, schon lustig, den König der Koopa so zu steuern. Weg mit der Flagge! Ja, ich hab's geschafft. So sieht's aus. Endlich raus aus dem Wasser. Ei, 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 ei. Zurück nach Rohlingen. Endlich geschafft. Oh Mann. Das war ja echt widerlich. Nein, Bowser. Der beißt. Hilfe. Die hat den Spaß ihres Lebens. Cammy Cooper. Euer Nasspelzigkeit. Hier seid ihr also. Ich habe euch gesucht. Wo wart ihr denn nur? Nun, jedenfalls, Falkenheim war absolut fantastisch. Die Arena, die Kämpfe, einfach atemberaubend. Ich habe sogar getanzt. Und das in meinem Alter. Diese Hotdogs, die waren einfach köstlich. Habt ihr auch so viel Spaß gehabt, euer Kurzatmigkeit? Euer Heißatmigkeit? Ich musste um mein nacktes Überleben kämpfen. Und du wagst zu fragen? Du wagst, ob ich auch so viel Spaß hatte? Taktloses Pack. Will ich denn nur von Versagern umgeben? Geh und besorg endlich genaue Informationen über Peach und die Sternjuwelen. Okay, euer Zornigkeit. Was dieser Kerl der falsche Mario war, der hat uns alle reingelegt. Es tut mir so leid, Mario. Ich fürchte, du bist jetzt sehr ärgerlich auf uns. Ist schon gut. So habe ich es von dir erwartet. Ein echter Abenteurer. Du hast einen Hoffnungsschimmer in unser düsteres Dorf gebracht. Also dann, Mario. Zurück nach Rohlingen? Gehen wir. Du bist in unserem Dorf immer willkommen. Dankeschön, Dorfältester. Das war also das Abenteuer hier in Düsterdorf. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tippt mal auf dieses Video, denn diese Geschichte wird euch bestimmt zum Lachen bringen. Bleibt katztastisch!